spricht mit mir. Bringt euch ein, twittert, kommentiert, schickt eine Postkarte. Anonymous kannst doch auch. Ach und ich mag Züge. Dachte sich jedenfalls Greg Plitt. Der ging so weit, dass er einen knutschte. Beziehungsweise soll es eher wie ein Spaß von hinten Ding gewesen sein. Die Story. Der Greg macht gerne Sport, so Muckis aufbauen und so weiter. Und weil er das ganz gut kann, wollte ein Energy-Drink-Hersteller einen Spot mit ihm drehen. Grenzgeniale Idee. Wer ist schneller? Ein Zug oder Greg? Natürlich Greg, denn er trinkt ja Chemie, die als Placebo wirkt. Blöde ist nur, dass auf den Schienen immer noch die Diesellok der König ist. Splash! Jetzt ist Greg tot. Apropos tot, Kickstarter ist das anscheinend nicht. Ja, man kann immer noch Projekte unterstützen und ja, oftmals gehen die auch in die Hose, aber manchmal explodieren auch Katzen. Ein Analog-Kartenspiel erreichte in kurzer Zeit einfach mal 1000% seines Bettziels. Ein Kartenspiel. Analog. Mit explodierenden Katzen. $10.000 waren angesetzt und nach einer Stunde waren die Entwickler $1.6 Millionen reicher. Und aktuell sogar $2 Millionen schwer. Für ein Kartenspiel. Aus Papier. Mit Katzen. Fuck, ich brauch's. Und dann war da noch der Teenager, der Frauen angriff, weil er es nicht geschafft hat, eine ins Bett zu bekommen. Bevor ihr jetzt auf eine falsche Idee kommt und das auf euer Privatleben bezieht, der Junge ist wohl autistisch. Denkt, dass Frauen auf dem Planeten das schwache Geschlecht sind und ihn doch bitte zu ertragen haben. Ganz nach dem Motto, Beine breit Mädel, ich komme. Verstehst? Komme? Ding. Er schrieb mehrere Briefe an die Polizei und schilderte sein trauriges Leben, bis er dann zuletzt ein Bild von sich beilegte und gefasst wurde. Nun, viel Spaß bei Wasser und Brot und alten Kerlen, die dich ganz bestimmt lieb haben werden. Ich hab euch auch lieb. Liken, teilen, kommentieren und legt euch Twitter zu. Mensch, das ist viel geiler als alles.